Okay, Freunde, Obito wieder hier und heute versuchen wir es mit Ampharos, Zumpex und Glurak. Ampharos kann eigentlich ein guter Lied sein, falls mal Glurak oder ein Wasser-Pokémon vorne ist. Aber auch gegen Giratina performt es durch Wirbler gar nicht mal so schlecht. Gegen Kapokime ist es gut, gegen Apokolips ist es gut. Scheroxa. Na, hast du Scherox? Scherox wäre auch keine schlechte Führung. Kapokime nehme ich aber auch, von wenn man von Teufel spricht. Kapokime. Na, ich hätte auch in Glurak gehen können. Na, Glurak wollte ich mir eigentlich noch aussparen. Gehst du auf Schlagbohrer? Schlagbohrer, ja. Das kostet dich mehr Energie. Okay, hier gewinne ich gerade den Gleichstand. Ja, du bist Krypto, das darf ich nicht außer Acht lassen. Setzen wir gleich einen hinterher. Okay. So, damals schon mal weg. Wechsel haben wir schon mal. Und der Gegner hat gar nicht mal so viel zum Farmen. Leider schaffe ich keine Aquahaubitze mehr. Das ist aber nicht so wild. Wir gehen hier rein. Ja, ich werde mir die Schilde für Ampharos lassen. Hier sollte ich eigentlich zwei Lore-Knaben schaffen. Hoffe ich. Ja, das sieht gut aus. Jetzt einsetzen. Ich will mich ja auch so weit runterbringen, wie es geht. So. Lassen wir auch natürlich noch durch. Die Breitseite ist auch noch unsere. Jetzt einsetzen. Da sollte Staulast trotzdem weg sein. Genau, und er hat wieder nicht so viel Farm. Und wir werden auf jeden Fall gleich schilden. Ja, Schild kommt natürlich, ist klar. Mundgewalt, ja, mehr schaffst du auch nicht. Warum sollte ich da nicht schilden? Weil entweder schafft er zwei Surfer, die nicht genug Schaden machen zusammen. Also, ich habe ja noch ein Schild. Oder eine Mundgewalt, die mich wegfetzen würde, wenn ich nicht schilden würde. Da kann ich auch gleich die erste schilden. Und ja. Ich habe es übrigens gestern nochmal mit Valreiser im Team versucht. Ich bin immer noch nicht mit dem Team so richtig klar gekommen. Bin da auf 2326 abgerutscht, aber mit Ampharos geht's, wollte ich gerade sagen. Oh, und jetzt hätte ich gerne Fokusstoß hier, ne? Ja, ich muss meinen Ampharos hier aufgeben. Iridium-Führungen sind echt abartig. Mag ich überhaupt nicht. So, jetzt sehen wir wahrscheinlich die Laubklinge, oder? Ja. Um nicht die Sancto-Klinge zu verraten, weiß ich doch. Ah, das überlebe ich noch gerade so, ne? Ja, ein Tritt kriegt er, das ist egal. Ich hätte gern mehr rausgekriegt. Okay, ein Schild ist gut. Schild ist super. Dann kann ich doch hier reingehen. Und rüber. Hier nichts schilden, ganz wichtig. Ich lege alles auf Glurak. Pizzaure 1, jupp. Na, die sollte ich auch überleben.
gerade so noch. Und dann sollte Viridium eigentlich nicht viel Farben kriegen, oder? Und gehen einfach auf Erdbeben. Jupp. Och komm. Och komm schon. Aber wir machen eigentlich guten Schaden mit Lurak gegen Ampharos. Ja, ich muss hier alles schilden. Donnerschlag hat er, ja. Jetzt einsetzen. Ja, ich muss schilden auf jeden Fall. Ja, Viridium wird nervig, ne? Oh nein, er hat jetzt schon eine Attacke. Ah, dann hätte ich Lore einsetzen müssen, aber ja, dann hätte er mich da drüben runtergefarmt. Ja, das hätte man noch vielleicht unter Umständen gewinnen können. Aber ja, Ampharos hinten ist natürlich auch echt heftig dann für das Team, wenn Zumpex weg ist und mein eigenes Ampharos auch weg ist. Ah ja, aber Lohr kann gerade mal nicht schlecht. Okay, das ist wieder eine gute Führung. Kein Viridium, das ist super. Und der bleibt sogar etwas drin, das ist schön. Vielleicht will er was abfangen. Nein, ich schilde nicht. Surfer überlebe ich nämlich auf jeden Fall. Jupp. Ja, jetzt kommt hier ein Wegbereiter. Oh, ich hätte auf Glurak gehen können, ne? Ja, Glurak wäre es wahrscheinlich gewesen. Aber das Gute ist, Viridium ist fast weg. Nicht Viridium, ja, wie heißt das? Kapokime. Ah, Toxic Quark gewinnt leider den Gleichstand, aber ist schön, oder? So. Und dann kommt es aufs letzte Pokémon drauf an. Er will so ein Pex nicht sein. Er will so ein Pex nicht sehen. So viel ist sicher. Wir haben den Glurak. Oh. Matsch, komm mal, ja. Guter Schild. Okay, komm mal, Dutan. Lohrkanonade. Schmarotzer. Und dann gehe ich sofort drüber. Okay, ich hatte den Wurmler ready. Ich dachte, er hat gegen Glurak noch eingesetzt im Gleichstand. Ja, okay. Dadurch habe ich es weggeschmissen wahrscheinlich. Oder? Ah, was kommt rein? Was kommt rein? Drachenklaue. Das müsste trotzdem reichen, trotz Resistenz, oder? Ja. Und hier dürftest du es nicht mehr schaffen. Oh, ich dachte schon, mein Glurak ist stehen geblieben. Kurzzeitig sah das so aus. Ja, im Moment leckt die Kampfliga so ein bisschen mehr wieder. Also, und ist echt manchmal störend. So, Kampf beginnt. Gegen wen?
Shani 85. Na, Kobayum feiere ich jetzt auch nicht. So wirklich hier im Lied. Und rüber. Schade, ich wollte gerade abfangen. Okay, er geht sowieso auf Steinkette, warum auch immer. Ah, ich könnte Fokusstoß haben, ne? Hoffentlich respektiert er den. Ja, dann locke ich was mit Zumpex raus. Ich habe Glurak in the bag. Ja. Lüb ist okay. Weil bei Apokalyp überlebe ich auch einen Spukball. Von daher ist mir das wirklich Wumpe. Wobei der Wechsel hier echt nice wäre. Jetzt sind wir hier nochmal auf Erdbeben. Aquahaubitze kommt. Jetzt snipen ihn mal. Vielleicht denkt er, ah, da kommt ein Donnerschlag. So, und jetzt gucken wir mal, was Glurak machen kann. Hier kriegen wir eine Sandglocklinge. Ja, einmal schädig hier. Ist wahrscheinlich eh eine Sanktoklinge, aber wer weiß, was da reinkommt. Weg ist er. Okay, das ist gut. Okay, ja, das Giratina ist weniger gut. Ja, ich schütte auch das hier. Ist wahrscheinlich eher eine Drachenklaue, aber ja, ich muss schilden irgendwann. Dann kriegt er jetzt. Noch einen Attack mache ich. Das sollte auch jetzt reichen. Ja, Glurak hinten war jetzt echt wertvoll. Um das Giratina aus dem Spiel zu nehmen. Glurak mit zwei Schilden kann echt noch gut aufräumen. Die Führung habe ich ganz klar verloren, weil das einzige Effektive, was ich hatte, war Voltwechsel gegen Kobayum. So, gegen Palma. Ich habe das Gute, ich habe ein Schild gezogen. Tromborg ist gar nicht mal schlecht. Weil er muss ja doch eigentlich schon auf Spukball gehen, oder? Und für den Fall Fälle schilde ich jetzt hier auch. Ja, das war ein guter Schritt. So, zack. Blabla. Ja, das kommt eine Samenbombe. Schön mal. Okay, nee, Spukband. Noch besser. So, wir machen den Wirbler. Den heben wir uns auf. Gehen hier rein. Ein Spukball dürfte mich nicht rausnehmen.
Fokusschuss eigentlich auch nicht. Ja, Spuckball überlebe ich nämlich noch. Interessant, zwei Geist-Pokémon. Ist das dritte auch ein Geist-Pokémon? Dann aber bitte kein Apokalyp. Dann bitte, 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 bitte kein Apokalyp. Oh, das ist auch nicht besser. Aber das macht es schon gar nicht besser. Ja, ich lasse die weg so runterticken. Ich glaube, ich muss Glurak abschmeißen. Ja, ich hoffe, das überlebe ich. Nein, natürlich nicht. Boah, das Quajutsu ist einfach viel zu strong. Ich hätte es auch nicht anders spielen können. Ich hätte es nicht anders spielen können. Boah, Ampharos war gleich dreimal so gut hier. Aber wir gehen immer mit einem 3-2 raus. Ein Rockara nehme ich gerne. Oh, aber nicht, wenn ich so verwerfe. So, Rockara nimmt man gerne. Gerade für die XL-Bonbons. Ich brauche ja nur für meinen 296. Hab ein recht gutes Rang 26, glaube ich. Das reicht mir auch. Ist ja genau auf Level 50. Ah, mir fehlen mehr als genug XL-Bonbons für Rockara. Vielleicht in den nächsten drei Seasons. Mal gucken. Im Moment bin ich an einem anderen Pokémon dran, um XL zu sammeln. Ich glaube, danach kommt einfach mal Rockara. So, Gegner wird gesucht. Smog, Mog. Gleich eine Idee. Du spielst eigentlich in der Regel Wirbler, ne? Okay, du gehst raus. Ja. Ich hätte den ersten. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel Eiszeit auf Glurak macht. Und hier zwei Drachenklauen drauf zu kriegen, ist auch nicht schlecht. Aber wenn das ein Leichter war, wäre es perfekt. Ja, der tat weh. Leichtstand. Wer sagt's denn? So. Das Vieh will ich weghaben. Ich hoffe, er kommt nicht mit Smogmog rein. Naja, gegen das Vieh habe ich hier nichts Effektives. Okay, das ist sogar gut. Naja, eigentlich ist das sehr schlecht. Oh Gott. Ampharos ist ja gegen das Team echt useless. Ja, ich will nicht. Und geh gleich rüber. Ja, ich schütte hier. Und ich gehe direkt auf Erdbeben. Ich glaube nicht, dass ich den Kampf hier noch gewinne. Ich brauche drei Erdbeben. Okay.
Knöscher sollte ich noch überleben. Okay, Drachenklaue sowieso. Na, ich kann aber noch nicht abfangen, ne? Wenn ich abfangen könnte, würde ich es aber trotzdem verlieren. Aber immerhin Gleichstand. Ja, aber das Problem ist, Galas Mokmok hält zu viel aus. Ja, es ist zu viel, zu bulky. Zu bulky ist es. Und Ampharos hat leider zu wenig Leben. Genau. Und er hatte eh den nächsten Wirbler. Ja. Ja, das war ein Anti-Ampharos-Team. Da hatte ich mit gegen kein Pokémon so wirklich. Also mit Ampharos hatte ich eigentlich keine wirkliche Chance, quasi gegen irgendeinen von den drei Pokémon des Gegners was zu holen. Ah, interessantes Team. Galas Mokmok, Doppeldrache. Finde ich gut, das Team. Sieht man sehr, sehr selten, Doppeldrache. Aber ja, mit Galas Mokmok ist das klar. Ergibt Sinn. So, dich sehe ich hier gerne, äußerst gerne vorne. So, die erste schädige ich nicht, die müsste ich in jedem Fall eigentlich leben, auch wenn es ein Aquadurchstoß ist. Yep. Dann kriegst du hier einen Wegbereiter. Der sollte schon ein bisschen zwirbeln. Und ich gewinne den Gleichstand, das ist auch gar nicht schlecht. Und das reicht. Perfekt. Skelekrok. Ja. Sehe ich gerne. Boah, der hat gesessen. Der hat Autsch getan, ne? Ich werde nicht schön, weil Spukball überlebe ich hier. Genau. Ja, das wird jetzt doof. Wieder ein nerviges Quajitsu. Ich gehe hier rein. Ich brauche eigentlich zweimal Drachenklaue nur, ne? Ja, Nachtdieb war klar, irgendwie. Deswegen setze ich jetzt hier ein. Ja, Problem ist, wenn er jetzt auf Nachtdieb geht. Okay, jetzt kommt die Haubitze natürlich, war klar. Ja, ich muss jetzt schön. Ich glaube, jetzt verliere ich es trotzdem. Nachtdieb kommt, ja. In der Animation einsetzen. Wenn jetzt Skelekrok gleich solche Stimme noch erreicht, habe ich es verloren. Ja. Naja, was soll ich machen? Was soll ich machen? Quajutsu ist so ein ekelhafter. Ja. Ja. Schreckliches Stil vom Gegner, aber da konnte ich nicht viel machen. Okay, das Set läuft gerade noch nicht so gut. Ich finde aber auch Quajutsu halt so ätzend, weil das so extrem spammy ist und so einen hohen Angriff hat. Und meine Backline ist nicht Quajutsu tauglich. Da bräuchte ich sonst immer ein Erdbeben quasi. Ja, ich hätte auch völlig Sumpex abwerfen sollen. Ja. Ja, durchaus, durchaus. Chinomocha. Okay, das feiere ich nicht. Das ist nervig.
Gehe ich immer in Gruak erstmal, nicht in den Hardkonter. Ja, Breitseite respektiere ich nicht. Oh, Kresse. Kresse, Kresse, Kresse. Na gut, dass er Kresse ja schon raus haben hier. Ja, jetzt schönes Schwachsinn. Ja, und Strauchler sowieso. Ein Strauchler zu schilden ist sowieso schwachsinnig. Gegner wollte Energie sparen. Na, das sieht gar nicht mal so schlecht gerade aus. Okay, wir haben den Wechsel, der ist wichtig. Leute, der ist wichtig, der Wechsel. Ich weiß zwar nicht, was der Gegner jetzt hier getrieben hat, aber ja, nehme ich. Dann gehen wir nämlich hier in Sumpex. Solange er kein Viridium hat, dann geht das klar. Ja, schädige ich immer noch nicht. Okay, Gegner bleibt drin. So. Und wenn er schildert, schild ich auch. Okay. Und das ist ein Viridium, super. Natürlich ist es ein Viridium. Was auch sonst. Oh, es ist so zu kotzen. Warum kriege ich solche Gegner? Ich schilde mal. So, Wegbereiter. Und leider kommt da immer eher zur Attacke als ich. Ja, er schildert lieber hier. Ja, das ist verloren. Das ist verloren. Ich habe keine Aquarupitze. Ja, ich bräuchte den Erdbeben, um ihn zu besiegen. Aber warum ausgerechnet Viridium hinten? Ja, Laubklinge hat er leider. Und die Aquarupitze reicht leider nicht aus. Aber dafür eigentlich ganz gut. Noch runtergekriegt. Ja, die Viridium, die nerven aktuell richtig, finde ich. Ja, ich muss mir ein ganz neues Team nochmal ausdenken. Für morgen. Ist ja nur morgen noch Hyperliga und dann geht endlich wieder Meisterliga durch. Los. Also. Die Woche Hyperliga, die hat mir gar nicht geschmeckt. Egal, was ich genommen habe. War nicht gut. Das Problem ist, ich habe nichts Effektives gegen mich. Ich gehe hier rüber. Ja, wird ein Säurespeier sein. Und selbst wenn Fins Aura, ist egal. Okay. Er ist immerhin energielos. Ja. Das ist gar nicht mal schlecht, dass wir nach Tara hier treffen.
glaube, dreimal Aquahobitze bringt mehr als einmal Erdbeben. Da ja auch Erdbeben abgeschwächt wurde. Okay, ich schaff's sogar nur einmal. Schade. Ah ja, nimm mal hin. So, wir machen hier einmal Wegbereiter. Angriff steigt, perfekt. Schmarotzer halt man hier aus. Okay, das ist gut, das ist gut. Das ist noch keine Matschbombe. Ja. Netter Versuch. Ja, schlau von dir nicht zu schilden. Ja, ich muss jetzt einmal schilden. Ja, das ist die Matschbombe. Ich werde auch nur auf Drachenklauen gehen. Oh, er hatte noch nach Tara. Oh, er hat noch nach Tara. Na gut, da gehe ich hier auf Wegbereiter einmal. Ich hoffe, dass ich noch einmal ausholen kann. Aber ich glaube, der Kampf ist auch verloren. Ja. Ja, leider ja. Leider ja. Ja, er hat zweimal Säurespeier, zweimal Finsteraura wahrscheinlich. Ja, Säurespeier war klar. Ja, hätte er gar nicht einsetzen müssen. Hätte er eigentlich gar nicht einsetzen müssen. Dass er die Drachenklaue abgefangen hat, war es im Endeffekt. Boah, das Set klappt ja überhaupt nicht. Das Set hier, boah. Ja, aber was soll man anders machen, wenn hinten Quajutsu kommt? Oder ein Viridium? Wenn Glurak zum Beispiel weg ist. Das ist halt wirklich dann Hardcore, wenn ich Sumpex und Glurak nur noch hinten habe gegen mir einen Quajutsu. Okay, Toxic Quack. Ich glaube, ich hole mir einfach hier zweimal Energie. Na, ja, ich glaube, dass ich glaube hier, wie heißt das, das Wirbler Wegbereiter Set gefällt mir auf Ampharos nicht. Ja, die Octus ist okay. Hier bringen wir noch mal ein Erdbeben rein. Schön natürlich nicht. Okay, sie schon. Jetzt hat er sich eh abgesenkt. Das ist gut. Ja, wer sie noch einen Zielschub, das ist egal.
Ja, ich fahre runter. Okay, danke, dass da die Wechsel ausgibt. Das ist wieder eine Schlammbombe, oder? Ja, doch einmal eingesetzt, oder? Na, ach, komm. Ja, aber er muss ja irgendwann schön. Okay, das Vieh ist weg. Oh, Elesat ist eklig. Aber wir kriegen die Lore-Knallade noch raus. So. Ja, wir können das nicht mehr gewinnen. Ich glaube nicht, dass wir das noch gewinnen können. Ja, dafür macht Elisa zu viel Schaden. Boah, dieses Elisa hinten noch, ne? Ja, lief absolut gar nicht heute. Nee, Neues Team muss morgen her. Definitiv. Definitiv. Ich werde mir was Tolles ausdenken. Und mal gucken, ob es klappt. Für die Folge soll es das gewesen sein. Haut rein, bis nächstes Mal. Ciao.